Killtimer läuft. Zu den Folterkapseln. Okay, meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ja, das wird jetzt eine relativ anstrengende Mission, würde ich jetzt mal sagen, denn wir haben jetzt nur, 15 Züge Zeit. Okay, und wir haben natürlich, der nächste Punkt, der ein bisschen anstrengender ist, wir haben natürlich jetzt nur Sid, also wir haben jetzt natürlich nur Wetburn auf der Mission, das heißt, wir müssen jetzt wirklich richtig, richtig krass aufpassen. Das erste, was wir... Obwohl... Können wir auch mit Jack holen. Ich würde sagen, als erstes werden wir... In Bewegung. Rechts lang gehen. Scheiße. Okay, das war ein absolut... Boah, scheiße. Okay, das war ein absolut geschit... Geht nicht anders. Okay, das war jetzt ein richtig beschissener Zug. Okay, wir werden erstmal den komplett töten. Bedrohung eliminiert. Dann werden wir mit Jack hierhin machen. Jetzt geben wir Wetburn die Fähigkeit Schild. Gut gemacht, Jack. Okay, können eine interessante Runde werden, ne? Also. Mal, ist Jack im Gefahrenbereich? Nee, ne? Okay, mit Jack können wir jetzt hier längs machen. Wir werden uns jetzt an ihn nicht aufhalten. Gut. Wir werden natürlich damit jetzt ein bisschen riskieren, dass Jack mehr als genug Leben verliert, aber das riskieren wir jetzt einfach mal. Wir werden jetzt mal kurz gucken. Okay, wir müssen... Okay, wir werden erstmal hier hin machen. Wir haben jetzt hier zwei Wachen. Locust-Aktivität. Okay. Daneben. Aber wie sollen wir das in... Meine ehrliche Frage ist jetzt gerade, kann man mit Jack Türen öffnen? Weil wir haben nur noch 12 Züge Zeit, ich weiß gar nicht, wie wir... Boah, das ist so anstrengend. Okay, wir müssen... bis hierhin erstmal gehen. Ihn ins Gesicht schießen. So, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Wir haben Deckung suchen. Problem ist, er darf danach keine Dings mehr ausführen. Er darf danach... Ach, schlecht. Nee, also wir lassen ihn jetzt nachladen. Die Frage
Frage ist, kann Jack Türen öffnen? Also, wir riskieren das jetzt einfach. Wir gucken mal. Okay, Jack steht natürlich jetzt komplett beschissen. Okay, der verfolgt erstmal Jack, das ist okay. Damit. Oh nein! Einer mit der Shotgun. Oh. Jetzt wird getötet. Fuck. Fast keine Munition mehr. Damit wird, mit dem Zug wird es Jack getötet, definitiv. Okay, dann machen wir das mal so. Wir verbergen jetzt erstmal Jack. In der Hoffnung, dass sie zwei abhauen, Leute. Dass sie zu Redbone gehen. Naturtalent. Okay. Gut. Was ist sie? Ich würde gerne mal wissen, was... Oh, sehr gut. Das heißt, sie geht definitiv jetzt auf die Brücke. Scheiße, wir haben da oben eine Kiste. Und da unten haben wir auch eine. Da geht du... Okay, dann machen wir das so. Passt mal auf. Sie geht hier hoch. Jack, lass mal erstmal unsichtbar. Und Redbone können wir jetzt langsam schon mal... in die Richtung schieben. Weil er läuft unten rum. Er soll definitiv die seltene Kiste einsammeln. Ich dachte... Jetzt wird getötet. Scheiß. Der ist tot. Geh du erst einmal. Ja. Geht klar. Ich hab's. Ich brauche halt jetzt gleich ganz, ganz, ganz dringend sie an der Front, ne? Wenn wir sie jetzt hier hinschicken, was bringt mir das? Die müssen wir hier runterschicken. Ist er wirklich nur dieser eine verborgen bleibt von den Gegnern, bis sie eine Aktion ausführt? Geh du mal hier hin, Jack. Oh, ey, das ist jetzt, also hier muss man jetzt echt richtig taktisch vorgehen. Mit Redburn gehen wir erstmal hier hin. Wir gucken mal.
Wir werfen die mal so. Werfe Granate. Abschuss bestätigt. Und schießen jetzt. Nirgendwo hin, weil wir. Ah, fuck, weil wir nachladen müssen. Okay. Gut, dann geht er. Dann geht Redburn jetzt einfach mal weiter hier runter. Mann auf den Vormarsch. Das Problem ist es mit Jack, ne? Also, wenn jetzt Jack gleich gekillt wird, das kriegen wir nicht hin, ne? Bis dahin zu kommen, ne? Würde das Ding mal jemand an die Leine nehmen? Zum Glück haut der vor Jack ab, das ist gut. Dass der abhaut. Wir sind dran! Nachgeladen! Geht nicht, okay, scheiße. Ich dachte, ich könnte einen Bajonettangriff machen. Na gut, machen wir's so. Feind am Boden. Auf dem Weg. Ja. 31%. Nee, das ist ein bisschen zu wenig. Laufen wir bis hierhin. Was hatten die Volltreffer? Wenn diese Einheit das nächste Mal mit einem Schuss trifft, landet sie einen kritischen Treffer. Okay. Kostet aber 2 Aktionspunkte. Das bringt mir in dem Zug jetzt nichts. Okay, dann machen wir, versuchen wir es mal. Nicht getroffen. Okay, zumindest ein Schuss. Ja, mit Jack müssen wir. Kann Jack öffnen? Jack kann öffnen, das ist sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Zum Fahrzeug, okay. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück machen. Ich würde sagen, wir geben ihr mal ein Schild. Auf den. Scheiße. Sollte ein bisschen besser aussehen. Okay. Das ist ein Scharfschütze. Da ist es. Scheiße. Vor allem, ich überlege gerade, wir haben jetzt noch 7 Züge, glaube ich, Zeit, ne? Ich weiß nicht, wie wir das in 7 Zügen jetzt noch hinbekommen sollen. Zeit, Schädlingsbekämpfer zu spielen. Auf dem Weg. Das nenne ich mal einen Fund. Du gehst mal hier hin, dass der Scharfschütze dir erstmal nicht auf den Sack gehen kann. Hey. Ich bin geschützt, alles gut. Eine Made weniger. Stark. Nein! Munition wird knapp! Nein! Kommen wir von hier runter? Nee, ne? Oh fuck, wir müssen. Hier kommen wir runter. Ja. Die Gutste steht hier.
Und die Gutze hätte an sich den... Tja, was machen wir mit ihr? Jetzt sagen erstmal hierhin, ne? Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Gerade. Bin dran. Erstmal hierhin, mit ihr können wir gerade nicht so viel anfangen. Achtung, da kommen sie! Also ich denke mal, das kriegen wir nicht mehr hin in 6 Zügen jetzt. Da haben wir irgendwo schon in 2 Züge verloren. Ich höre. Scheiße. Das geht schon mal nicht. Wir müssen halt auch den Scharfschützen. Wir müssen unbedingt den Scharfschützen hier loswerden, ne? Aber wir müssen auch gleichzeitig gucken, dass wir. Okay, das. Warte mal. Auf dem Weg. Machen wir es mal so. Okay, dann liegt zumindest schon mal der Scharfschütze. Klar und deutlich. Sie. Was machen wir mit ihr? Ich kann es natürlich riskieren, dass sie jetzt. Sie wird zwar jetzt hier abgeschossen. Nee, hier wird sie glaube ich nicht. Ups. Scheiße. Ah, warte mal. Okay, oh, Friemelarbeit. Machen wir es erstmal so. So, okay. Sehr nice. Okay, wenn wir die bis hierhin schicken, wird sie definitiv von einem Kriecher angegriffen, aber sie kann halt auch eine Granate werfen, hoffentlich. Ich hoffe, die kann wirklich so werfen. Kann sie, okay. Machen wir es so. Werfe Granate! Erwischt. Okay. Bringt mir gerade on, warte mal, obwohl, warte mal, können wir so jetzt machen. Sind wir im Vorteil. Und Jack. Ich hoffe natürlich, ich habe jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass sie jetzt gerade, dass der Alien-Krieger auf Jack geht. Was er leider nicht macht. Scheiße, er hat mich gekratzt. Das ist okay, das ist nur noch ein Kriecher, da brauchen wir keine Angst haben. Machen wir uns auf die Socken. Feind am Boden. Ach Scheiße, oh nein, ich muss nachladen. Ich bleibe in Alarmbereitschaft. Keine Munition. Okay, das haben wir geschafft. Tot und weg.
Und sie lassen wir langsam schon mal hier raus. Also sie können wir ja ohne Probleme schon mal hier Vorhut meldet sich. Hinziehen. Und sie kann ja dann auch schon mal, also hier hin. Und dann kann sie ja Rückendeckung geben oder besser gesagt von hinten angreifen. Bringt mir alles nix, ne? Wenn ich den hinrichten, dann machen wir es mal so. Der ist tot. Nachladen und die müssten wir eigentlich. Also der hat Feuerschutz, hä? Verstehe ich es nicht. Bin unterwegs. Gut, meine Gute, geh du mal dahin, bitte. Geben wir ihm mal Wingman. Okay, das ist jetzt nur noch er. Das müssten wir eigentlich hinbekommen. Sieht ziemlich tot aus. Die Munition geht aus. Okay. Du bist Geschichte. Das heißt, mit ihr gehen wir schon mal hier hin. Verstanden. Ziel gesichtet. Ich höre. Mit ihr gehen wir auch schon mal hier runter. Ich habe das Gefühl, dass wir in 4 Zügen können es wirklich knapp werden. Aber wir könnten es vielleicht noch schaffen. Fällt die Wetburn, ne? Ich will, doch, müsste der eigentlich schaffen. Ja. Du gehst bitte auch wieder hier. Nein. Auf dem du Weg. Gehst bitte auch hier hin. Jack lassen wir auch schon mal hier rein. Oh, können wir einfach mal hier schilden. Ja. Können wir die Guts einfach mal schilden. Ich weiß, es bringt nichts, aber. Und das war's. Okay. Wird auch langsam Zeit. Warte ab. Laufe los. Boah, ich dachte, wir müssen die jetzt noch fertig machen, ey. Oh. Ich dachte wirklich, wir müssen jetzt gegen die noch fighten. Ey, krass. Also krass, wirklich krass. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir das hinbekommen, ne? Ey, richtig cool. Das heißt, fortsetzen natürlich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir es hinbekommen. Cool. Da haben wir ja schon mal eine Nebenmission erfolgreich überstanden, bestanden. Also eine richtige Nebenmission. Nicht nur die Nebenmission, die wir in den Hauptmissionen bekommen, von wegen nur 15 Runden oder so, sondern eine richtige Nebenmission haben wir jetzt mal gemacht. Das ist sehr schön und wir beanspruchen jetzt schon mal unsere Kisten. So. In die gute Kaserne.
Jetzt ist die Frage. Also wir werden erstmal Jaggy Boy aufrüsten, ne? Der hat 2 Fähigkeitenpunkte. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was würde der hier bekommen? Naja, nee, okay, finde ich jetzt nicht so geil. Weil ich die Pistole halt wirklich unfassbar selten benutze. Wirklich nur, um Feuerschutz zu zerstören. Okay, was bringt das jetzt? Der Archon-Bogen? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, okay. Was haben wir denn hier? Ist nicht schlecht für die Kriecher. Das holen wir uns, definitiv. Das ist auch nicht schlecht, ne? Das Problem ist, ich hab Jack eigentlich immer sehr oft weiter weg. Obwohl ich sage, wir nehmen das mit. Wunderbar, da haben wir das nämlich auch schon mal. Ja, sie nehmen wir ja standardgemäß so oder so mit. Die mag ich ja als Scharfschützin. So, hier brauchen wir auch nie lesen. Das macht schlechter, das brauchen wir nicht. Was geben die denn? Ja gut, die Sniper macht eigentlich schon genug Schaden, ne? Nee. Nee, die gebe ich dann lieber... die Schuhe gebe ich Sid, würde ich sagen. Die kann er ruhig haben, das ist okay. Okay, das haben wir auch. Und dann gehen wir nochmal zu Dias rein. Okay, bringt mir nichts. Helm, Hammer? Nee, haben wir nicht. Okay. Haben wir hier irgendwas, was er vielleicht ausrüsten könnte? Ne, guck mal, hier haben wir schon was. Was hat denn der gerade an? Ach so, dasselbe, okay. Dann nehmen wir natürlich die Rüssi. Dann gucken wir mal, vielleicht finden wir hier noch tolle Schuhe. Ja. Schön. Konnten wir sogar noch unsere Einheiten... Wir haben immer noch was. Achso, die 2-9, ne? Ne, Tron ist das. Ja, Tron, den rüste ich logischerweise auch weiter aus, weil... Tron will ich auch öfters jetzt zu Missionen mitnehmen. Ne, braucht er nicht. Ja, und die liebe Kim, ja. Also ich muss sagen, Tron gefällt mir mit am meisten. Also den würde ich auch öfters jetzt mitnehmen. Also ich habe schon so meine Hauptgruppe, die ich liebend gerne öfters dabei haben möchte. Und dazu gehört einfach Tron, sie, Jack, er und er. Ne? Also das ist jetzt einfach meine Hauptgruppe. Ne? Die wird auch erstmal so bleiben. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, sind ja ein bisschen vorangekommen. Sehr schön. Ich dachte echt, wir schaffen die Mission nicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde mich das freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.